Servus und hallo, liebe Grill- und Kochbegeisterte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Hier ist wieder eure Anja. Und heute gibt es bei mir was, was es sonst vielleicht aus dem oder was ihr sonst aus dem schwedischen Möbelhaus kennt. Kennt ihr das? Ihr schlendert durchs Möbelhaus oder ihr lasst euch schleifen. Diese Fraktion gibt es auch. Zu welcher gehört ihr? Schreibt mir das in die Kommentare. Jedenfalls wird dann nach dem Einkauf oder nach dem Durchschauen in der Kantine eingekehrt und dann gibt es meistens ja dieses Gericht und zwar Schöttbullar oder kennt ihr es auch unter Köttbullar? Eigentlich spricht man es Schöttbullar aus. Ist natürlich ein schwedisches Gericht, wobei es gibt auch ja Meinungen darüber, dass es aus der Türkei stammt, aber ich denke, das ist alles widerlegt worden. Es wird in Schweden gegessen, es ist ein schwedisches Gericht. Wird übrigens auch aus Elchfleisch zubereitet, habe ich heute nicht. Ich zeige euch im Laufe des Videos, wie es ich zubereitet habe. Und ich habe mir noch eine Besonderheit einfallen lassen für die Soße. Kleine Abwandlung dazu. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Während eurer Abwesenheit habe ich schon mal ein paar Vorbereitungen getroffen. Und zwar habe ich, wie ihr hier seht, Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie in Butter angedünstet, habe das Ganze abkühlen lassen. Des Weiteren habe ich ein Brötchen oder eine Semmel, so eine trockene Semmel, in Milch eingeweicht. Es steht alles schon bereit. Ich habe gemischtes Hackfleisch. Eigentlich werden ja in Schweden Köttbullar sogar aus Elchfleisch zubereitet. Ich habe mich für eine Mischung aus Schweine- und Rinderfleisch entschieden, aber nicht, weil ich Elchfleisch nicht mag, sondern ich bin jetzt eigentlich nicht mehr rangekommen. Also hierzulande ein bisschen schwierig. Wenn ihr rankommt, probiert es gerne mit Elchfleisch aus. Des Weiteren kann man es auch aus Lammhackfleisch zubereiten. Aber ich fand diese Mischung jetzt ganz gut. Schweinefleisch gibt ein bisschen Fett ab, gibt dann hernach einen guten Geschmack für die Soße. Gut, jetzt können wir schon starten mit dem Hackbällchenteig oder mit der Hackbällchenmasse vielmehr. Ihr gebt einfach jetzt Hackfleisch in eine Schüssel hinein. Und hier rein kommt jetzt ein Ei. So wie etwas Senf. Des Weiteren Gewürze. Ich habe mich hier für eine Gewürzmischung aus Muskatnuss, Piment und Ingwer entschieden. Also das ist eigentlich so ganz typisch für Schöttbullar. Gewürzmischung rein. Hinzu kommen die angedünsteten Zutaten. Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie. So, sehr gut. Und zu guter Letzt noch die eingeweichte Semmel. Und jetzt wird das Ganze durchgeknetet. Und zwar mit den Händen. So, jetzt schaut euch mal die Konsistenz der Hackfleischmasse an. Ja, die könnte noch ein bisschen fester sein, deswegen habe ich mir noch etwas so einen Semmelbrösel bereitgestellt und da werde ich jetzt noch ein bisschen was reingeben. Also da könnt ihr nicht viel falsch machen, macht es einfach nach Gefühl, würde ich sagen. Ein bisschen was rein, nochmal durchkneten und dann denke ich, wird es passen, dass wir schöne, stabile Hackfleischbällchen formen können. Das erste Hackbällchen ist fertig. Ich würde sagen, so etwa Tennisball, na, Golfball groß, oder? Weil die ziehen sich ja auch noch zusammen und man möchte sie ja später noch als Bällchen erkennen. Ich werde sie jetzt mal alle formen und dann werden wir anbraten. Mittlerweile habe ich schon mal Butter in einer Pfanne erhitzt und hier drin werden jetzt die Hackfleischbällchen angebraten. Und die legen wir jetzt einmal hinein. Ich würde euch empfehlen, niedrige bis mittlere Hitze.
Wie gefallen euch meine Schöttbula, auch Fleischbrötchen übersetzt genannt? Ich rate euch, ein bisschen mehr Semmelbrösel in den Teig zu geben, weil wenn ihr nämlich dann die Bällchen herausbratet, könnte es sein, dass die ein bisschen zusammensacken und dann habt ihr statt Köttbula, also runde Hackfleischbällchen, eher Fleischpflanzerl oder Buletten. Aber das ist ja dann auch nicht so schlimm. Aber nur ein Tipp, also ein bisschen mehr Semmelbrösel hinein, dass der Teig eine gute feste Konsistenz hat. Jetzt werde ich meine Hackfleischbällchen auf die indirekte Hitze am Grill legen und da können sie dann noch weiter durchgaren. Wenn ihr die Schöttbula in der Küche zubereitet, dann heizt ihr einfach den Herd auf 140 Grad vor und legt sie da hinein. Eine andere Möglichkeit ist es auch, später die Hackfleischbällchen nochmal in der Soße aufzuwärmen. Aber mir gefällt diese Methode besser, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also der Grill ist auf 140 Grad vorgeheizt und jetzt wärmen wir die Hackfleischbällchen einmal im indirekten Bereich ein bisschen ruhen lassen. Lasst die Hackfleischbällchen etwa 20 Minuten ziehen, also dann dürfte die Kerntemperatur von 75 Grad auch wirklich erreicht sein und wer unsicher ist, der steckt halt in eins ein Kerntemperaturthermometer. Hier drin haben wir einen tollen Bratensatz, tolle Aromen, Röstaromen. Normalerweise kommt jetzt ein Schritt, der normalerweise bei der Zubereitung von Schöttbula so nicht üblich ist. Ich werde Champignons in diesem Bratensatz im heißen Fett noch ein bisschen anbraten und dann weitermachen mit der Soße. Wenn ihr es ganz original haben möchtet, dann lasst den Schritt einfach weg. Aber ich habe mir gedacht, ich brauche irgendwie da noch was rein in die Soße. So. Die Champignons sind schön angebraten und jetzt wird so eine Art Einbrenne- oder Mehlschwitze erstellt. Ich bestäube das Ganze ein bisschen mit Mehl, damit die Soße hier nachher eine tolle Bindung hat. Tolle Konsistenz, einfach cremig wird. Und das Mehl, das wird jetzt auch ein bisschen mit angebraten. Das darf ruhig ein bisschen eine Röstung haben, damit wir eine dunklere Soße bekommen. Ich lösche mit etwas Weißwein ab. Gebe außerdem Rinderfond dazu. Geht auch Gemüsebrühe oder Fleischbrühe. Verlinke ich euch rechts oben. So, jetzt rühren wir das Ganze mal ein bisschen durch, damit sich das Mehl etwas löst. So, vorsichtig durchrühren. Und damit auch der Alkohol vom Wein noch verkocht. Ich rühre natürlich nicht, damit der Alkohol verkocht, sondern ich bringe es zum Kochen, damit der Alkohol vom Weißwein verkocht. Jetzt kommt gleich die Sahne dazu. So. Und jetzt bringen wir das Ganze nochmal zum Köcheln und dann ist die Soße für Schöttbula schon fertig. Gut, ich werde jetzt hernach die Soße noch mit Salz und Pfeffer würzen und dann baue ich drin auf, richte unseren schönen Teller zusammen, gebe euch auch noch Tipps für Beilagen und dann wird gekostet. Und so schnell sind die Schöttbula fertig und jetzt wird natürlich gekostet. Eins wollte ich noch sagen zur Soße, wenn Kinder mitessen, dann könnt ihr natürlich den Weißwein auch komplett weglassen und ihn durch Rinderbrühe, Gemüsebrühe ersetzen. So, und jetzt wird probiert. Es duftet herrlich, jetzt schauen wir uns einmal so ein Fleischbällchen von innen an. Ja, das ist auf jeden Fall durch, also da könnt ihr sicher sein nach diesen 20 Minuten, dass da nichts mehr ist. So, was man in Schweden da typischerweise dazu an Beilagen reicht, das seht ihr ja hier schon mal, das sind Salzkartoffeln, aber auch Kartoffelbrei. Und was nicht fehlen darf, das sind Preiselbeeren, Preiselbeermarmelade. So. Also die Fleischbällchen haben eine tolle Konsistenz, eine schöne Konsistenz, sind nicht zu hart, nicht zu weich. Und sie schmecken zart würzig. An der Soße mag ich vor allem die Säure vom Weißwein. Also das finde ich,
das macht sich ganz gut. Und es sind tolle Röstaromen entstanden, also die geben der Soße schon ein bisschen Kraft. Und auch die Champignons machen sich gut. Aber wie gesagt, die könnt ihr weglassen. Ihr könnt aber auch diese Soße noch erweitern und beispielsweise noch Zwiebeln oder Speck anbraten. Also seid da durchaus kreativ, da könnt ihr wirklich ein bisschen herumexperimentieren und das Rezept ein bisschen abwandeln. Ja, jetzt würde ich sagen, bleibt doch ab und zu mal daheim und genießt in den eigenen vier Wänden Schöttbullar. Genau. Also ohne Stress, ohne Lärm. Das empfehle ich euch. Und jetzt, ja, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Eure Anja. Bis zum nächsten Mal.